Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Perl und wir sind auf dem Weg nach Weideburg. In der letzten Folge, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass ich da irgendwie nichts erreicht habe. Wir haben ziemlich viele Trainerkämpfe gemacht, aber ich fand, das war auch notwendig. Denn so konnten wir unsere Pokémon ein bisschen trainieren, somit haben die meisten das Level 26 und Golbat sticht so ein bisschen heraus mit dem Level 27. Und wir machen weiter. Hoffentlich kommen wir heute nach Weideburg. Dort können wir nämlich unseren vierten Orden gewinnen. Ne, fünften Orden gewinnen sogar. Hier könnten wir eigentlich lang. Aber wir haben kein passendes Pokémon dafür dabei. Dann müssten wir hier einmal zurückkehren. Wenn wir dann tatsächlich mal in Weidenburg oder in Weideburg waren. Lass mich meine Technik vorführen. So kämpft eine Erwachsene wie ich. Gut, dann bin ich mal gespannt. Mögen die Spiele beginnen. Schönheit Cindy. Charmian. Ein Katzen-Pokémon. Gut, setzen wir Konfusion ein. Ah, die Attacke scheint recht gut zu sein. Mehr oder weniger. Mal gucken, ob Selmo das durchhält. Das könnte schwer werden, aber ich gebe mal nicht die Hoffnung auf. Gut, Hypnose ging daneben, zum Glück. Gut, nochmal Konfusion und jetzt haben wir es geschafft. Gut so, Medity. Somit erhält Medity insgesamt 349 Erfahrungspunkte. Gut, sie haben wir besiegt. Und hier wartet schon der nächste auf uns. Oder auch nicht. Oben auf diesem Cliff, oder auf diesem großen Cliff, ist irgendetwas. Das sagt mir meine innere Stimme. Aber wie soll ich nur dahin kommen? Kraxler. Müsste man hier benutzen. Warte, haben wir die Attacke nicht schon? Ich bin mir echt unsicher. Ich glaube nicht, oder? Attacken. Nee, ist ja dann auch eine VM. Und die besitzen wir noch nicht. Nee. Die haben wir noch nicht. Wir werden aber hier wieder zurückkommen und Zertrümmerer einsetzen, um ein Item zu holen und mal zu erkunden, was sich dort hinten noch so befindet. Aber so kommen wir da nicht hin. Und hier greift uns ein Pokémon an. Ein Chalelos. In einer anderen Form. Ja, wir probieren es nochmal mit Medity. Koste es, was es wolle. Nein, keine gute Idee. Wenn wir noch die Möglichkeit erhalten, würde ich gerne das Pokémon austauschen. Und diese Möglichkeit erhalten wir. Wir tauschen das Pokémon aus und setzen dafür mal. Ist ja ein Wasser-Pokémon, ne? Wir setzen Luxio ein. Wenn ich das jetzt richtig sehe, müsste das ja sehr effektiv sein. Oder ich hoffe es zumindest. Kraftreserve. Hoffentlich zieht das nicht zu viel ab. Ja, es geht. War ein Volltreffer. Funkensprung ist jetzt angemessen. Gut. Ja, super. Ein Volltreffer. Und das war sehr effektiv. Klasse. Das läuft doch wie geschmiert. Wir hätten auch flüchten können. Warum ich das nicht gemacht habe, weiß ich nicht genau. Route 213 Richtung Weideburg. Also, wir sind nicht auf dem Holzweg. Läufst du am Strand durch den Sand, hinterlässt du Fußspuren. Pokémon lieben es genauso sehr wie Menschen, Fußspuren zu hinterlassen.
Von Schleierde bis hierher ist es ganz schön weit. Ich bin fertig, wie ein Brötchen. Wie ein Brötchen? Okay. Gut. Das ist also Weideburg und jemand von Team Galaktik ist hier. Ich möchte aber erst ins Pokémon Center. Einmal hier rein, bitte. Da, da. Da, 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 da. Also ich liebe diese Melodie. So. Wie sah denn nochmal die Arena aus? Welche Pokémon gibt es da nochmal? Wir werden es gleich herausfinden. Das Großmoor ist wirklich riesig. Wie riesig, fragst du? Geh zur Pokémon-Warte und wirf einen Blick darauf. Das Großmoor von Weideburg gehört einst zum Meer. Aber das Meerwasser versickerte irgendwann im Boden und zurück blieb dieses riesige Feuchtgebiet. Und deshalb soll es hier auch Pokémon geben, die äußerst selten und nur hier zu finden sind. Ah, okay. Dann wird die Arena wahrscheinlich auch so aussehen. Die werden wir jetzt als erstes besuchen. Warte mal. Pokémon Arena Weideburg, Leiter, Wellenbrecher, Marinus. Oh, warte, da stand noch mehr. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Meister der Fluten, somit steht meine Entscheidung fest. Luxio, an die erste Stelle bitte. Das ist eine Wasserarena. Marinus, der Arenaleiter, ich meine Wellenbrecher, Marinus ist der Meister Wasser-Pokémon. Ich sage ja, dass du verdammt viel Mut besitzt, wenn du versuchst, seine Pokémon mit Feuer- oder Boden-Pokémon zu besiegen, aber letztendlich ist das natürlich deine Entscheidung. Ich wünsche dir einen guten Kampf. Vielen Dank. Und hier muss man wieder Rätsel lösen. Okay, aber erstmal ein Pokémon-Kampf. Mögen die Spiele beginnen. Ich habe nicht nur meinen Körper hier oben gestählt. Ich habe nicht nur meinen Körper hier oben gestählt. Auch mein Pokémon und mein Geist wurden stärker. Gut, er setzt Bamelin ein. Somit war Luxio auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Es könnte ein One-Hit werden. Ein One-Hit-Wunder. So, Funkensprung. Schaffen wir es, Bamelin zu besiegen, Fragezeichen? Ich hoffe es. Ja, es hat geklappt. Wir haben Bamelin besiegt. Mit einer Attacke. Sehr gut. Wir könnten eigentlich auch Schelke rein einsetzen. Aber so gesehen ist es erstmal egal. Denn beide sind ja auf Level 26. Diesen Knopf müssen wir wohl betätigen. Um weiterzukommen. So ist es. Oder auch nicht. Doch, warte, hier können wir lang. Dann können wir hier hin und ist da schon. Nee, das wäre zu einfach. Aber dann kämpfen wir doch hier. Hi. Ich habe Macht über die Kräfte des Wassers. Du wirst nicht gewinnen. Das wollen wir sehen, denn wir haben ein Anti-Wasser-Pokémon dabei. Oder zwei Stück sogar. Oder drei mit Golbat. Okay. Schmerbe. Hat der nicht irgendwie eine Weiterentwicklung? Ich bin mir unsicher. Ich meine, ich kann mich an irgendetwas erinnern. Oh, keine Wirkung? Bitte was? Ah, das ist ein Boden-Pokémon. Und das war sehr effektiv. Somit tauschen wir Luxio aus. Stimmt, Boden-Pokémon. Somit sind Pflanzenattacken sehr effektiv.
denn das Pokémon ist wahrscheinlich ein Boden-Pokémon und ein Wasser-Pokémon. Dann müsste... Ich habe die falsche Attacke eingesetzt. Wollte eigentlich Rasierblatt einsetzen, aber ich wollte nicht so. Aus irgendeinem Grund. Und die Attacke ging sogar daneben. Somit setzen wir Rasierblatt ein. Das war nicht sehr effektiv. So, Rasierblatt. Mal gucken, ob sich meine Vermutung bestätigt. Jawohl. Das ist sehr effektiv. Klasse. Also hier muss man tatsächlich aufpassen. Denn sobald ein Boden-Wasser-Pokémon auftaucht, können wir Luxio vergessen. Denn Bodenattacken sind ja natürlich überhaupt nicht effektiv. Gegen... Was habe ich gesagt? Donnerattacken sind überhaupt nicht effektiv. Gegen Boden-Pokémon. Warte, was habe ich jetzt gemacht? Alles so wie vorher? Oder wie? Das ist gar nicht mal so einfach. Wo müssen wir jetzt hin? Da können wir nicht lang. Dann würde ich doch nochmal den Knopf drücken hier oben. Vielleicht war das gar nicht so dumm. Denn jetzt können wir hier rum und dann noch einen Knopf drücken. Zuvor müssen wir allerdings kämpfen. Während ich Pokémon aufzog, bin ich um die ganze Welt gereist. Diese Arena habe ich als Ziel gewählt. Es wird für dich nicht einfach werden. Okay, dann bin ich mal gespannt. Merlin. Wingull. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für Luxio. Sofern Luxio als erstes angreifen darf. Denn die KP sind ja recht weit unten. So, vielleicht wirkt der Funkensprung als erstes. Nein! Erst kommt Aquaknarre und wenn wir ganz viel Pech haben, wird Luxio besiegt. Ja, so ist es. Das wäre jetzt perfekt gewesen mit Luxio, denn Wingull ist auch ein Flug-Pokémon mit Flugattacken. Somit könnte es schwer für Schelkereien werden. Wir probieren es mit Flügel. Quatsch, mit Rasierblatt. Das ist effektiv, genau. Aber Rasierblatt sollte auch recht gut sein gegen Wingull. Denn Wingull ist immerhin auch noch ein Wasser-Pokémon. Ja, das war zwar nicht sehr effektiv, aber es hat gereicht. Und das ist wichtig, noch ein Wingull. Wir wechseln das Pokémon nicht. Wir müssen Luxio gleich unbedingt wiederbeleben. Das wäre am besten. So, Rasierblatt. Superschall. Haben wir denn überhaupt einen Beleber dabei? Das würde ich gerne wissen. So. Schelkereien erreicht bald Level 27. Das hört sich doch super an. So, Beutel. Das Problem ist, ich muss ja mal alles nochmal neu spielen. Und somit habe ich auch nicht alles eingesammelt, beziehungsweise nicht alles gekauft, aber Beleber ist dabei, zum Glück. Da müssen wir nicht zum Pokémon Center laufen. Und zwar, ich habe ja den Speicherstand leider gelöscht, weil ich einfach dumm war. Beziehungsweise ich habe den Speicherstand überspeichert, also nicht gelöscht. Aber es war halt nichts mehr da. So, jetzt ist Luxio wieder geheilt. Und jetzt müssen wir aufpassen. Gut. Mit dir müssen wir auch kämpfen. Ich möchte so stark werden wie Wellenbrecher Marinus. Ja, leb deinen Traum. Denn der wird wahr. Geh deinen Weg, stelle dich der Gefahr. Alles, was wichtig ist, wirst du erkennen, wenn die Zeit gekommen ist.
Greif nach den Sternen, du bist bereit. Glaub an dich, bald ist es soweit. Welche Serie war das? Fragezeichen. Ist, glaube ich, nicht so schwer. Endet auch mit Mon. Und läuft sogar aktuell im Kino. Beziehungsweise bald. Aber die ganzen Filme laufen momentan im Kino. In verschiedenen Abständen. Es gibt insgesamt 6 Filme davon. In 2 Stück war ich sogar drin. Und der dritte kommt am 13. August, meine ich. Also ist nicht mehr so lange hin. Und mein Headset ist gerade runtergerutscht. Das sieht bestimmt echt komisch aus. Schade, dass ich keine Facecam habe. Wäre bestimmt ein Lacher geworden. So, jetzt ist alles wieder richtig. Wir kämpfen weiter gegen Mariel. Oder Mörrel. Mariel? Mörrel heißt er doch. Mariel klingt ja wie Persil. Mörrel. Bin mir ziemlich sicher, das Pokémon heißt Mörrel. Ja! Mörrel wurde paralysiert. Somit stehen die Chancen gut, dass er nicht angreift. Und diese Chance wurde nicht genutzt. Gut, manchmal hat man Pech. Manchmal haben die anderen Glück. Gut, Luxio erreicht Level 27. Klasse. Somit können wir Luxio super trainieren in dieser Arena. So, weiter geht's. Und wir kommen so gar nicht zum Arenaleiter. Ich habe weltweit die meisten Pokémon geangelt. Jetzt bin ich dran. Die meisten Pokémon. Und im Team hat er 3 Stück. Also ich habe da jemanden gesehen, der hat 6 Karpadors im Team. Ja. Daran kann ich mich sogar noch sehr gut dran erinnern. Die Platscherwelle. Gut, Funkensprung. Aber er kann ja sehr viele Pokémon auf der Box haben. Das ist ja sehr gut möglich. Goldeni wurde besiegt. Das war nämlich sehr effektiv. Klasse. Schmerbe. Und da wissen wir ganz genau, Pokémon wechseln. Da setzen wir doch lieber Shellcarine ein. Denn Rasierblatt ist sehr effektiv, da Schmerbe ein Wasserboden-Pokémon ist. Angler Alf? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ach, wie hieß nochmal der Planet von Alf? Wo er herkommt. Wenn ich das nochmal wüsste. Es liegt mir auf der Zunge. Ach Mist. Ich weiß es nicht mehr. Mochtet ihr die Serie Alf? Fragezeichen. Und Shellcarine erreicht Level 27. Gut. Shellcarine möchte gerne eine Attacke erlernen. Schauen wir uns doch mal die Attacke an. Megasaurer. Sauger. Saurier? Hä? Ist doch kein Dinosaurier. Starke Attacke, die Hälfte des Schadens absorbiert. Dann ist die Attacke wohl besser. Ich hab's weggeklickt. Nein. Lernen. Eine Attacke vergessen. Absorber. Geht weg. Denn Absorber zieht nur 20 Punkte ab. Nee. Hat die Stärke von 20. Und Megasaurer. Saurer? Sauger. Komme ich denn auf Saurer? Ist doch gar nicht sauer. Welches Pokémon wollt ihr jetzt einsetzen? Ich habe nicht drauf geachtet. Garados. Nee.
Mit Schälkereien kommen wir da nicht weit. Hätte ich doch mal aufgepasst. Denn Gyarados hat eine doppelte Schwäche gegenüber Elektro-Pokémon. Da wäre natürlich Luxio die beste Wahl gewesen. Auf jeden Fall. Gyarados ist ein Flugwasser-Pokémon. Aber Rasierblatt war auch gut. Nicht schlecht, Herr Specht. Nochmal Fuchtler und das könnte es gewesen sein für Schälkereien. So ist es. Schälkereien wurde besiegt. Aber, damit meine ich nicht die Band, Waterloo, ja. Gyarados wurde verwirrt. Gyarados wurde verwirrt. Und greift eventuell nicht an. Hier kommt Funkensprung. Wir benötigen tatsächlich Schälkereien für den Arenaleiter. Denn ich glaube, der Arenaleiter hat dann auch so einen Boden-Wasser-Pokémon. Und das könnte schwer werden mit Luxio. Und wir haben keinen Beleber mehr. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen zurück. Dürfen wir allerdings nicht. Dann drücke ich doch hier mal den Knopf. In der Hoffnung. Ja, komm. Wie kommen wir wieder zum Eingang? Mist. Ich habe tatsächlich alles falsch gemacht. Alles falsch gemacht. Vielleicht hier? Ich möchte nach draußen. Aber jetzt muss ich nochmal alles von neu machen oder was? Ja, wir dürfen nach draußen. Gut. Mehr oder weniger gut. So. Erstmal ins Pokémon Center und unsere Pokémon heilen. Und dann müssen wir noch das Rätsel lösen. In der Hoffnung, dass es nicht zu lange dauert. So. Nein, nochmal angeklickt. Das wollte ich nicht. So, zurück. Probieren wir es doch noch einmal aus. Rein da. Und nochmal alles drücken. Also drücken wir die Daumen. So, das hier. Nein. Oder doch? Doch. Dann müssen wir nach oben, müssen diesen Knopf drücken. Dann gehen wir hier hin. Den Knopf müssen wir, glaube ich, nicht drücken. Gehen hier zurück, drücken diesen Knopf. Damit steigt das Wasser. Und wir können hier lang. Haben hier dann das Mädchen besiegt. Hier den Angler. Und hier müssen wir wahrscheinlich diesen Knopf drücken, damit wir hier lang dürfen. Dann gibt es hier noch einen Knopf. Das war dämlich, oder? Dann gibt es diesen Knopf hier. Und noch einen. Somit sinkt alles wieder. Okay. Jetzt können wir allerdings hier hin. Ob das was bringt? Und hier müssen wir nochmal kämpfen. Wie die tosende See spüle ich alles in meinem Weg Stehende hinfort. So bin ich eben drauf. Ob das wirklich die richtige Einstellung ist, ist fragwürdig. Matrose Tony Chalelos. Kein Boden-Pokémon, oder? Boden-Pokémon? Ist das ein Boden-Pokémon oder nur Wasser? Ah, ich bin so unentschlossen. Funkensprung, bitte. Ja, perfekt. Perfekt. Es war sehr effektiv. Klasse. Und Luxio erreicht Level 28 und hat jetzt sogar Golbat überholt. Die Attacke wollen wir nicht erlernen. Ich weiß, halbwegs die Wirkung nicht erlernen. Das wäre Angeberei gewesen.
macht so keinen Schaden. Wir kämpfen weiterhin mit Luxio. Denn die Attacke war echt gut. Ja, Chalelos hat mehrere Formen. Die ein oder andere haben wir schon gesehen. Habe ich eigentlich schon mal das Pokédex gezeigt? Ich glaube nicht, oder? Wingull, da ist Luxio natürlich perfekt gegen. Gut. Hier, Doppelschwäche. Funkensprung bitte. Und tschüss, Wingull, das kann er nicht aushalten. Nein. Tatsächlich, es hat gereicht. Das ist doch mehr als perfekt. Klasse. Aber jetzt dürfen wir, glaube ich, kämpfen. Gegen den Arenaleiter. So. Diesen Knopf noch drücken. Das Wasser steigt. Mögen die Spiele beginnen. Willkommen, ich werde nicht oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke kennenlernen. Die Stärke des Arenaleiters von Weideburg. Ganz genau, ich bin Wellenbrecher Marinus. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen dich dann hinunter. Und der Sieg gehört dann uns. Los, bringen wir es hinter uns. Der erinnert mich so ein bisschen an Mako Tsunami aus Yu-Gi-Oh! So mit dem Fischer und so. Oh, ultra geil. Garados! Ah, aber nicht so viel Respekt, Leute. Denn Garados hat eine Doppelschwäche gegenüber Elektroattacken. Denn Garados ist ein Flug-Wasser-Pokémon. Funkensprung sollte mehr als effektiv sein. Gut. Reicht das aus? Noch nicht ganz, aber das ist effektiv. Und Garados wurde paralysiert. Garados ist ein mega starkes Pokémon und wurde nun zurückgerufen. Und dafür kommt Morlord. Und das ist ein Bodenwasser-Pokémon. Und somit ist die Elektroattacke hinfällig. Es hat keine Wirkung. Wir müssen Luxio austauschen. Wir haben keine andere Wahl. Hier kommt Schelka rein. Lehm-Sula bewirkt was? Versteckt die Verteidigung oder was? Nein, die Stärke von Elektroattacken wurde reduziert. Aber da gegen Morlord sowieso keine Elektroattacken wirken, ist das doch hinfällig, oder? So, okay, meinetwegen. Zieht nicht alles ab. Und jetzt kommt Schlammbombe. Und das zieht wie viel ab? Nicht besonders viel, ist nicht sehr effektiv. Allerdings sinkt die Genauigkeit von Schelke rein. Somit ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Rasierblatt daneben geht. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr groß. Aber es ist nicht passiert, wir hatten mal Glück. Gut, gut, gut. Morlord wurde besiegt. Glücklicherweise. Gut. Jetzt kommt Bäuerlin. Da können wir Schelkereien drin lassen. Denn Pflanzenattacken sind ja sehr, sehr effektiv. Das Pokémon besitzen wir auch. Auf Level 30. Jetzt sollten wir auf jeden Fall Respekt haben. Sternschauer. Eine Normalattacke. Wie viel zieht das ab? Das hält sich noch in Grenzen. Hier kommt Rasierblatt. Und wie viel zieht diese Attacke ab? Ja, das kann sich sehen lassen. Oder auch nicht. Ah, diese Bären. Oh Mann, das könnte noch echt schwer werden hier.
Wir sind zwar klar im Vorteil, aber die Pokémon sind stark und das Level ist wirklich sehr hoch. Nein, das zieht nicht alles ab. Nochmal bitte. Jetzt kommt Supertrank, klar. Klar wie Kloßbrühe, aber wir kommen nochmal mit Rasierblatt in der Hoffnung, dass jetzt eventuell ein Volltreffer kommt. So ist es allerdings nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Eisarn! Das ist eine gefährliche Attacke. Und Schelkerein wurde tatsächlich besiegt. Vielleicht sollten wir auch Tränke einsetzen. Luxio, bitte. Luxio. Den Luxus gönnen wir uns. Gut, Funkensprung bitte. Eiszahn. Die Eiszeit kommt zurück. Funkensprung. Ja, Bäuerlin wurde besiegt. Gott sei Dank. Jetzt kommt aber noch Gyarados. Nein. Aber Gyarados ist paralysiert. Und Luxio ist jetzt auf Level 29. Krass. Nee, das Pokémon wollen wir nicht austauschen. Das lassen wir so. So. Gut. Gyarados wurde schon sehr geschwächt. Funkensprung. Komm. Das sollte doch genügen. Sehr, sehr gut. Ja, wir haben es geschafft. Gyarados wurde besiegt. Puh. Ist das nicht irgendwie eine App auf dem Handy? Puh. Also ich kenne nur Winnie Puh. Wow. Schluss und aus. Was sage ich? Wie sage ich es nur? Ich will mehr, hat er, glaube ich, gesagt. Ich will mehr, also Wasser und mehr haben. Die Strömung muss mich nach unten gezogen haben, aber der Kampf mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier, das hast du dir verdient. Wilke erhält den Fanorden von Marinus. Gut. Dank des Fanordens kannst du nun auch die versteckte Maschine auflockern, außerhalb eines Kampfes einsetzen. Das ist eine besondere Belohnung, die ich dir gebe, da dein Team außergewöhnlich ist. TM 55 erhalten. TM 55 erhält die Attacke Lake. Sie fügt doppelten Schaden zu, wenn der Gegner nur noch die Hälfte seiner KP besitzt. Damit kannst du Kämpfe effektiv beenden. Das hört sich doch gut an. Und an dieser Stelle beende ich die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dann. Erstmal ciao.